heute habe ich mir einfallen lassen, BIOS Flash mal wieder. Und da gibt es für meine Mainboards, ich habe drei MSI, drei verschiedene, das hier ein B450, neue Updates dieses Jahr. Hier steht 22.03.2023, scheint auch bitter nötig zu sein, weil die zum Beispiel zwei von den Mainboards starten nicht mehr aus dem Ruhemodus, da habe ich einen schwarzen Bildschirm. Ich hoffe, ich kann das erstmal damit beheben und alles in diesem Video. Also auf der Workstation in dem Fall läuft gerade das BIOS Flash zu Ende. Fangen wir mal andersrum an, ja, wie das aussieht. Hier in dem Modus nichts berühren, nichts ausschalten, nichts einschalten. Am besten wirklich dann so 2 Meter Abstand von dem PC, dass nichts passiert. Ja. Der PC startet jetzt am Ende des BIOS neu. Ja. Und ich zeige euch dann noch ein paar Schritte, wie man das macht, ja, und wie man da hinkommt, ja, und dass man halt die Specs ausliest und so weiter und so weiter. Also hier war jetzt schon zum Ende zu des BIOS Flashes, startet der PC neu und hoffentlich fährt er dann auch auf, ja. Eben, dann hat man alles richtig, ja, und hier in dem Fall kommen die Einstellungen. Scheint alles wirklich gut gegangen zu sein, scheint ich auch alles richtig gemacht zu haben. Dauert natürlich auch alles einen kleinen Moment. Also er startet jetzt hier zum zweiten Mal neu. Hier kommen wieder die normalen Specs, fährt jetzt wieder ein ganz normales Betriebssystem rauf. So, okay, ist soweit alles gut. Ob es den Fehler jetzt letztendlich behoben hat, kann ich so noch nicht sagen. Ja. Hier kann man auch noch mal wieder nach neuen Updates suchen. Hier kann man gleich noch mal ein neues Update machen, das nach diesem BIOS Flash. Ja. Damit man hier auch wieder Systemhaltepunkte etc. pp. Erstellt. So, hier lädt es natürlich auch gleich mal noch im So, hier lädt es natürlich auch, jetzt sind wir hier auf den aktuellen Stand, 13.32 letztendlich. Ja. So, also wie fängt man an? Ja, als erstes startet man den PC neu. Hier bei dem MSI zeigt es auch dann im Startmenü an, welche Taste man für das BIOS drücken muss. Das ist manchmal sehr schnell und da muss man vielleicht noch ein paar Mal gucken, bis man das erwischt. Ja. Eben hier in dem Fall zeigt es jetzt hier unten an, F11 drücken. Ja, und wenn das kommt, einfach dann einmal F11 drücken. Und hier auch dann Enter Setup, ja. Wenn man ein bisschen geübt ist, reicht es auch mit einem Tastendruck. Wenn man das noch nicht häufig gemacht hat, dann drückt man halt immer die Taste. Eben. So, also hier zeigt es mein komplettes, die kompletten Daten des BIOS an, ja. Das oben steht dann rechts, hier oben rechts steht dann die Bezeichnung. Die Bezeichnung des B450M Pro M2 Max eingeben, ja, extra noch auch überprüfen, ob die Einstellung überstimmt, ja. Hier steht schon eure BIOS-Version, also ich schätze mal, wenn der PC so 2 Jahre alt ist, dann kann ja nicht das Update von 2023 draus sein, ist ja dann auch unlogisch, ja, eben, richtig. Aber solltet ihr jetzt irgendwie schon einen gekauft haben und es wäre schon das neue drauf, braucht das natürlich nicht nochmal machen. Dann müsstet ihr den Fehler woanders suchen, ja. Hier bei den MSI ist dann hier so M-Flash steht hier unten, ja. Dann drückt er hier auf M-Flash. Eben, hier kommt er dann in diesen Setting. Das startet der PC, wie gesagt, nochmal neu. Das haben wir jetzt gerade schon gemacht. Ich zeige das euch dann nochmal auf einem anderen Computer, ja. So rum läuft es, ja, ich zeige das mal rückwärts, ist vielleicht auch besser zu verstehen. So kompliziert ist es jetzt letztendlich nicht. Und ich zeige euch nochmal, wo man dann im Internet diese Einstellungen sucht oder findet, ja, und dann. Also im Internet nach eurem Mainboard MSI, ja, haben wir B450 steht dort, ja.
B450, dann kommt NM, Mata minus M2, dann steht Pro und noch Max. Okay, zeigt es hier schon an. Nehmen wir das, ja. Hier unten steht dann auch gleich die MSI-Seite. Hier steht Support. Und hier steht dann halt das neueste BIOS, ja, das hier herunterladen, Download, ja. Den habe ich jetzt hier natürlich schon mal gemacht, aber zeige ich euch nochmal. Dann in euren Download-Ordner, also bei Windows auch den, bei Windows ist dann unten hier, unten so ein etwas bräunliches Feld oder so, auf das und dann Download, eben, dann findet ihr hier dann diese Datei, die dann einfach entpacken, ja, also so anklicken und dann hier entpacken, dann erzeugt es dann hier so einen Ordner und den Ordner verschiebt ihr dann auf euren, also diesen Ordner verschiebt ihr dann auf euren Stick, ja, auf euren USB-Stick. Also hier den anklicken, rechte Maustaste, ja, und dann verschieben nach, den jeweiligen USB-Stick auswählen. Jetzt, also hier ist natürlich der, das Zieldatei ist schon vorhanden, ja, weil wir das gerade ja gemacht haben. Also in dem Fall ist es bei euch noch nicht, also dann auf den USB-Stick laden, dann USB-Stick in den jeweiligen PC hin und dann, okay. So, jetzt machen wir das nochmal, ja. Wir haben noch ein anderes, eben, also zeige ich euch das nochmal anders. Ja, wir haben jetzt hier ein MSI X570 im A Pro. Das steht in dem Fall auf dem Mainboard. Ja, eben, da könnt ihr das auch ablesen. Eben dann auf die Seite von MSI Support. Eben, hier steht auch wieder, das neueste Update ist vom 3.3.23, ja, also bitter notwendig eben zu aktualisieren. Wieder auf Download, ja, eben, dann geht ihr in euren Download-Ordner, eben, dort, also hier bei mir steht es dann halt, ich lösche jetzt erstmal das Ding, Papierkorb verschieben, nicht, dass wir es durcheinander bringen. Ah ja, hier ist der Ordner, okay, den Ordner weg. Und das Ordner weg jetzt hier. Also. So, hier ist jetzt die Datei, die wir gerade gedownloadet haben. Und die dann hier entpacken. Ja, das erzeugt dann diesen Ordner. Diesen Ordner verschieben nach, dann den euren USB-Stick auswählen, fertig. Ja. Jetzt kurz warten, bis das dann geladen hat. Ja, und dann, richtig, sind wir schon auf unserem Computer, ja. Also da ich ja ein anderes Betriebssystem nutze, eben ist das bei mir ein bisschen anders, aber kein Problem. So, jetzt gehen wir hier auf neue starten auswählen, ist wie gesagt bei Windows genau das gleiche, ja, einfach ist nur halt dann unten, ja, eben neue starten, jetzt kommt hier irgendwann die Aufforderung, ich soll die Taste drücken, um ins BIOS zu kommen, eben beim Neustart, das zeigt es jetzt hier unten an. In dem Fall bei MSI ist es die F11-Taste. Eben hier einmal F11 drücken, dann auf Setup in ist dann hier noch ein bisschen weiter unten. Also müssen wir hier noch runter scrollen, hier Setup, ja. Jetzt sind wir wieder in dem MSI, ja. Eben hier ist es, das heißt hier E7, das ist schon, also die BIOS-Version ist wirklich schon total veraltet, ja. Eben, jetzt kommt's, wir gehen hier unten steht M-Flash, ja. Da gehen wir rauf, drücken hier auf Yes, eben. So, jetzt startet der PC neu, ja. Hat gerade unsanft runtergefahren. Hat sich nicht so gut angehört, aber das gehört wahrscheinlich so dazu, eben. Also rein theoretisch kann nichts schief gehen, ja, alles gut vorbereitet,
Die Tastatur schiebt er am besten gleich so ein bisschen weg, ja? So auch, dass nichts drauf fallen kann und so weiter. Eben kann überhaupt nichts schief gehen. So, jetzt fährt der PC hoch. Dieses hieß C37. Da wäre ich mir eigentlich so ziemlich sicher. Ja. Genau, das C37 war es. 14.37 Uhr, wie spät haben wir das? Ja, genau, das war das, was wir gerade gemacht haben. So, das auswählen, ja, immer wichtig, dass es eben vergewissert euch, dass das wirklich das richtige BIOS-Flash ist, ja. Eben hier kann man halt das nicht nochmal rückgängig machen, ja. Eben, so, wenn ihr euch das nicht zutraut, ja, dann lasst es einfach jemand anders machen, ja. So, das lasst ihr jetzt durchlaufen, meldet mich beim Neustart wieder. So, folgendes, ja, bei dem BIOS-Flash, war folgendes, also der PC, richtig, der PC hat vor dem Update noch nicht die Voraussetzungen erfüllt für Windows 11. Jetzt kann ich mein Windows für Workstation, also hier dieses Windows 10 Pro für Workstation, darf ich jetzt nach diesem BIOS Update, darf ich das jetzt auf Windows 11 upgraden. Und das kostet normalerweise 450 Euro, wenn man es kaufen müsste. Ja, also vorher ging das noch nicht. Jetzt darf ich das aber tun. Und das Ganze kostenlos. Tolle Neuigkeiten. Das sind wirklich tolle Neuigkeiten. Optionale Updates müsste jetzt eigentlich schon dastehen, das ist Windows 11, aber das wird dann wahrscheinlich erst noch kommen. Ja. Das waren wirklich tolle Neuigkeiten. So, mein Rechner ist gerade neu gestartet. Ja, hier kann man jetzt, hier steht, herunterladen und installieren. Okay, machen wir dann gleich noch. So, also hier haben wir das Linux-System, genau das gleiche Problem. Ja, der startet aus dem Bereitschaftsmodus nicht, also mit einem schwarzen Bildschirm dann oder gar nicht. Und ich hoffe, das ist auch das Problem hier behoben. Und wir machen dann gleich noch einen Rechner. Da ist, oh, jetzt haben wir hier einen Screen. Das war jetzt bestimmt nur ein Fehler. Windows darf hier eigentlich nicht drauf sein. So, wir fahren mal runter. So, also das ist mein Linux-Rechner, ja. Und das war jetzt hier dieser Bootstick, da ist Windows drauf, deswegen. Und jetzt haben wir trotzdem ein Problem. So, okay, ich muss was reparieren. So, ich habe leider ein kleines Problem nach dem BIOS-Update, aber ich denke, ich kriege es gelöst, weil es zeigt mir kurz an, dass ich mit F11 wieder ins Setup reinkomme. Vorhin hat es das eben gerade gemacht, aber jetzt ist es so nicht. Das ist natürlich Mist. Das darf natürlich so kurz gefreut. Ja. Kommt gleich wieder hier der Absturz. So, ich bin reingekommen, so, hier zeigt sich Windows Boot Manager, das ist natürlich totaler Quatsch. Hier ist unsere Festplatte, ja, die brauchen wir. W500 ist es nicht, die W100 ist es, und die SATA ist es auch nicht. So, nehmen wir mal die, hoffen, dass das jetzt wieder funktioniert. So, kleiner Schreckmoment, ja, das hätte nicht so passieren dürfen.
So, wir sind wieder drin, ja, also hier sind meine ganzen, ist ja auch nur mein Firmen-PC und macht ja nichts. Kleiner Schreckmoment, ich mache gleich hier eine Aktualisierung, ja, so, hier haben wir gleich noch ein kleines Paket im. So Leute, also machen wir das, ja. Also ich sag mal, ich nehme das Angebot gern an, ja. Ich habe viel für so Sachen gearbeitet und habe auch vielen Leuten gezeigt, wie sie wieder ihre Systeme aktualisieren und so weiter. Und ich denke, ich habe es verdient, ja. Also installieren wir das Windows 11 Update und graden unsere Workstation jetzt ab. Das wird eine Weile dauern, ja. In der Zwischenzeit können wir vielleicht das BIOS von dem nächsten PC flashen, ja. Wird wahrscheinlich auch bitter nötig sein, ja. Dort ist auch ein kleiner Fehler mit der Grafikkarte und ich hoffe, das behebt den Fehler gleich mit ihm. Und da schauen wir mal weiter, ja. Das wird hier eine Weile dauern. Das ist derzeit unser Backup-Computer, ja. Und der hat so mit der Grafikkarte und mit den neuesten Treibern irgendwelche Probleme und wir hatten auch mal die Grafikkarte mal eingeschickt, ja. Die haben uns gesagt, die konnten den Fehler nicht finden, ja. Naja, also, ja, das kann ich auch nichts machen. Also, vis-à-vis, ja, wir müssen ja erstmal den PC hier starten. Und vis-à-vis auf, hier ist Windows, ja. Hier unten dann auf das Feld, ja. Also, hier war ein kleiner Schreckmoment mit dem anderen PC, aber kein Problem, ja. Hier neu starten, ja, das ist auch ein MSI Mainboard, ja, das wieder wird zeigen hier mit F11, ja, muss man hier gucken, bis F11 aufleuchtet unten, zeigt es uns an, wenn wir das drücken müssen, ja, und dann brauchen wir auch nur dann einmal kurz drücken, F11 und dann Enter Setup, ja, so. Hier hättet ihr dann die direkte Beschreibung, ja, welches Mainboard das ist, B550A Pro, das euch aufschreiben und dann wieder ich zeige euch, wie es richtig geht, ja genau. Also wir laden dann, okay, wir schreiben uns das jetzt auf. So kann man halt grundlegend Probleme beheben, ja. Also wir haben jetzt hier MSI B550A Pro, das haben wir uns jetzt aufgeschrieben, ja. Und dann gehen wir hier dann auf Exit des BIOS, lassen den PC ganz normal wieder rauffahren. Und ich hoffe, dass es den Fehler behebt, weil normalerweise, also erst hat die rote Lampe geblinkt, das heißt normalerweise neues Update verfügbar und neues Update laden und dann normalerweise gibt sich der Fehler. Diesmal war das leider nicht der Fall, deswegen mussten wir die einschicken. So, jetzt haben wir die wiederbekommen, jetzt leuchtet die weiße LED nicht am Stromanschluss. Ja, so. Jetzt könnte es natürlich sein, blöderweise, ja, dass man mit dem BIOS-Update hätten wir vielleicht den Fehler beheben können, ja. Da haben wir natürlich nicht dran gedacht. Ja. So, das werden wir jetzt machen, ja. In dem Sinne, jetzt gehen wir hier auf unseren Browser. So, wir können es ja mal probieren. Das ist immer so, alle Jahre und so weiter gibt es halt neue BIOS-Updates. Das kann natürlich sein, dass es an sowas liegt. So, da gehen wir ein, MSI B550 A Pro steht auch hier schon, A Pro MSI-Seite hier. So, hier ist die MSI-Seite, hier steht dann wieder Support, ja, hier steht wieder Support und hier steht dann halt auch wieder das neueste Upgrade 16.03.2023. Also sie sind vis-à-vis alle aneinander geknüpft. Download, ja. Hier kann man die Datei öffnen. Hier kann man Datei. Also hier müsste, um die zu entpacken. Hier ist die schon fix und fertig. Okay. Okay.
Also ich glaube, die müsst ihr hier nicht entpacken. Doch hier, alle extrahieren. Genau, hier ist alle extrahieren. Okay, hier ist extrahieren. Okay. So, und jetzt brauchen wir natürlich den Stick, den Stick einstecken. Ist natürlich von System zu System anders, ja. Also extrahieren, ja, und dann. Senden an, müsst ihr nach Hause gehen, oder? Bin ich denn nur. Das will jetzt nicht so richtig. Vorführeffekt, also hier wäre normalerweise alle extrahieren. Okay, alle extrahieren. Das haben wir schon gemacht, okay. Dann zeigt uns das an. Okay, senden. ESD. Also der Ordner war schon extrahiert, ja, das haben wir alles richtig gemacht. Ja, aber ihr habt ja gesehen, das hat nicht angezeigt, dass wir den da verschieben können. So, jetzt könnte man den dann auch ordentlich verschieben. Ja. Manchmal ist es halt so Vorführeffekt. Ja. So, jetzt gehen wir wieder auf Neu starten. Ja. Also ihr seht, das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Manchmal ist es halt, ich bin halt vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja. Das müsste halt ein bisschen. Das ist halt manchmal, das ist halt ein bisschen langsam. F11 muss man drücken. So, hier Setup, ja, im Setup. So, das, ja, im, hier wieder M-Flash, ja, nicht erschrecken, der Computer fährt jetzt runter. Ja, im, ist wirklich brutalst, ja, wie das abstürzt, ja, also. Also, das könnte man echt auch ein bisschen sanfter machen. Ja. So, ich hoffe, dass es dann nach dem. Ich kann auch vielleicht den Treiber nochmal neu laden oder irgendwas machen. Ich hoffe, dass dann der Fehler mit der Grafikkarte aufgehoben ist. So. So, habt ihr euch gemerkt, ja? Wie spät haben wir es jetzt? Ja, da steht auch was. Jetzt habe ich. Oh, oh ja, das. Habe ich mir das echt nicht gemerkt, welche das ist. Ja, 11:22 Uhr kannst du eigentlich leider nicht. Ich muss jetzt 14 Uhr. So, also. Boah. Also hier nichts dem Zufall überlassen. Also lieber dann nochmal Exit gehen, ja. Ich schaue eben, also im Normalfall, wenn ihr einen leeren Stick habt, kann sowas ja nicht passieren, ja. Bei mir, ich habe jetzt das dritte Treiber-Update gemacht, ja, oder beziehungsweise das dritte BIOS-Flash jetzt gerade in dem Video. Und da stehen natürlich auch andere da. Also wirklich genau aufpassen auf die Bezeichnung. Hier steht dann auch nochmal 1358, ja, das hat mich jetzt sofort. Dass ich hier auch die richtige Version habe und dann nehmen wir halt auch hier die richtige Version dann und dann laden wir auch das, wie gesagt, nicht zu ändern, ja, laden wir auch die richtige Version jetzt auf das BIOS und dann gut. So, dann melde ich mich gleich wieder, beziehungsweise schauen wir mal rüber, wie weiß denn Windows ist. So, also hier läuft gerade das Windows Upgrade und der PC startet offensichtlich gerade das System nochmal neu. So wäre halt auch ganz normal mal alles auf den neuesten Stand bringen und hat man halt auch wirklich ein System, was halt auch wirklich was taugt, ja. Gibt halt immer so kleine Momente, ja, wo man halt eben, solltet ihr mehrere solche Sachen gemacht haben, dann wirklich nochmal entweder am Handy nochmal reingucken, ja. Dass wie wir jetzt gerade das 7C56 VAC, ja, dass es dann halt auch wirklich das für das Mainboard ist, was sie jetzt eben ja lieber nochmal versichern. Bei dem BIOS-Update ist es nicht so einfach, das wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise gar nicht. Ja. Da sollten möglichst wenig Probleme dann stattfinden. So, und weiter geht's wahrscheinlich. Unser Workstation ist bei 41%, ja, und lädt weiter fleißig unser Windows Pro
Pro Workstation Windows 11 drauf, ja, eben tolle Sache. Unser BIOS-Flash ist dann eins auch schon bei 71%, ja, und auch eine feine Sache. CPU hat 32 Grad. Läuft alles fantastisch, ja, aber wie gesagt, ja, wenn ich das gleichzeitig filme, muss ich natürlich mich doppelt konzentrieren und muss natürlich auch doppelt aufpassen, dass ich keine Fehler mache, weil das sind ja auch nicht gerade die günstigsten Komponenten, die ich verbaut habe, ja. Das ist jetzt auch nicht irgend so ein Billig-Mainboard oder so, ja, das ist immerhin hier 570, 500 50 oder auch 450 ist auch schon, ja, ein gutes Mainboard im. So, hoffen wir, dass alles gut geht. Vorhin der kleine Fehler ist nur passiert, weil anscheinend die Bootreihenfolge so auf USB festgelegt ist. Und deswegen hat er vom USB-Stick das übernommen. So, wir haben wieder ein schwarzes Bildschirm. So, die Leuchte von leider von der Grafikkarte leuchtet auch nicht. So, und wir haben einen schwarzen Bildschirm. Weiß jetzt nicht, eben stand nichts da, dass ich den Flash entfernen sollte oder irgendwas. Aber offensichtlich startet es gerade nochmal neu. Also einen kleinen Moment warten. So, hat jetzt wirklich lange gedauert. Ja? Es versetzt mich nahezu in Schockzustände. So, aber leider hat es den Fehler an der Grafikkarte nicht behoben. So, auch hier kann man danach gleich nochmal auf Updates auf jeden Fall nochmal drücken, ja, und kann hier wieder einen Systemhaltepunkt erstellen. Eben, das macht wirklich Sinn, ja. Kann hier nochmal, wie gesagt, neu starten. So, den USB-Stick brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. So, also kann man hier nochmal einen Neustart ausführen. Eben, das macht wirklich Sinn. Ja. Aber leider, wie gesagt, die Kontrollleuchte von der Grafikkarte leider. Eben. Und das Ganze nach einer Reparatur. Ja. Das ist wirklich sehr enttäuschend. Die Firma meldet sich auch gar nicht mehr anscheinend, weil sie keine Garantie mehr hier übernehmen. Das ist alles sehr traurig. Ja, schade, wir haben es selber nicht hinbekommen, das zu reparieren, auch nicht mit einem neuen BIOS-Flash eben. So. So gut, schauen wir mal rüber zum Windows-Update. So, nun hier wieder beim neuen Windows-Upgrade und wir sind bei 73% und wir hoffen, dass alles hier top durchläuft, ja, und dann haben wir wieder nie ein neues Betriebssystem, ja, was wirklich in
freut uns ja. Vielen Dank. So, weiter geht's mit Neustart, ja. 84%. Ist jetzt immer noch im Windows 10. So, wir sind bei 91%, ja. So, 95%, ja, 97%, ja. Ja, und wir sollen jetzt da kein Drama draus machen. So, wir sind bei 100%. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Kleinen Moment dauert es. Ja. So, mal gucken, wie es weitergeht. Installiert. So, wird installiert, wird installiert, wird installiert. Ja, es dauert halt ein bisschen, ja, also man braucht ein bisschen Geduld. Jetzt, jetzt der große Moment. Wir starten neu. Unser allerneuestes, unser allerbestes, unser alles überhaupt genialstes Windows Pro. So, auf jeden Fall haben wir den Schatz auf jeden Fall gefunden auf dem Mainboard und letztendlich, ja, jetzt haben wir ihn auch noch wirklich dann auch noch ausgebuddelt sozusagen und machen den ja, gerade in also ohne das BIOS Flash wäre es auf jeden Fall nicht gegangen, ja, das musste, das brauchte dieses neue BIOS Flash, um dann auf Windows 11 Upgrade zu gehen. Hat auch hier unmittelbar nach dem BIOS Flash funktioniert. Derzeit werden halt diese Updates gleich mit installiert. Und ich jetzt mal gleich haben wir mit, werden einige Updates sein. Ja, da können wir heute wieder feiern. Also wie gesagt, ich habe das Mainboard im Internet gekauft, ja. Eigentlich nur so ein B450, ja. Ich hatte ja da Videos drüber gemacht und ich war echt erstaunt. Auf einmal stand dort vor Workstation, ja. Also, und das auf so einem kleinen Mainboard kann man machen, ja. Bis 64 RAM kriegt man da auch rauf. Reicht im Normalfall vollkommen aus, ja. Ja, wenn man jetzt was Größeres vorhat, wären 128 oder je nachdem, bis zu einem Terabit brauchen wir dann halt schon einen Server dafür, ja, also eben aber für privat jetzt nicht. Ja, eben. So, mal sehen.
Natürlich freut mich, euch immer bei dem großen Moment mit dabei zu haben. Ja. Teilen wir uns ein bisschen Freude darüber. Ich habe in letzter Zeit wirklich viele Highlights. Ja. Also wir haben zweimal neue Halter im neuen Design. Wir haben den Diffusor fertig. Ja. Und wie gesagt, der PC-Laden hing jetzt ein bisschen und muss ich unbedingt jetzt nacharbeiten, ja, und wieder alles auf den neuesten Stand bringen. Ohne den PC-Laden wäre es auch unmöglich gewesen. Also bei YouTube läuft noch nichts, also bei YouTube ist glaube ich eine Antenne, kein einziger Cent. Nee. Aber mal sehen. Lass uns überraschen, was das mal bringen können. So, wir haben Windows 11. So, wir schauen mal, ob wir jetzt wirklich dann auch das Windows Pro für Workstation haben. Schauen wir mal, ob da Einstellungen. Einfach übernommen wird. Nach Update suchen brauchen wir glaube ich nicht, aber kann man ja noch mal machen. So, ich hoffe für Leute, die das eine oder andere, hier steht auch gleich noch mal kumulativ herunterladen. Ja, natürlich, warum nicht? Also gleich auf das Neueste vom Neuen, ja. Ich hoffe, ich konnte euch heute gut viel Infos rüberbringen und auch den einen oder anderen Moment für euch einfacher zu machen. An der Stelle einfach ruhig bleiben und zu warten, ja, beziehungsweise nochmal neu starten und so weiter. Aber erstmal warten ist, glaube ich, erstmal noch die bessere Variante. Man hat ja gesehen, das eine Mal hat es wirklich extrem lange gedauert und der PC hat dann auch wirklich von alleine neu gestartet. Ist wahrscheinlich immer die bessere Lösung. Ja. Und auch hier mit der auf Windows 11 upgraden, wahrscheinlich ja, gar kein Problem, wer das möchte. Ich denke mal, hier das Windows 11 for Workstation lohnt sich mit Sicherheit abzugraden, weil die neuesten Features dann halt damit auch verbunden sind. Ja. Bei einem Windows 10 Pro oder so würde ich immer noch bei Windows 10 bleiben, weil auch bei Spielekompatibilität und so weiter, Gaming und so weiter, wäre hier nur ein rein personal Computer, kann sich das auch überlegen, ob er dann mit einem neuen Bedienfeld etc. zurechtkommen möchte oder dann halt möglichst längst möglich in Windows 10 bleibt und das gewohnt, die Anwendung so anzuwenden. Die Updates gibt es dafür auf jeden Fall noch und kann man sich überlegen, ja, ob man schon auf das Neue umsteigt. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Morgen, einen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht. Und bis bald. Abonnieren ist kostenlos. Mit der Glocke kein Video mehr verpassen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.